Ja, und damit herzlich willkommen zu Ad Infinitum. Eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg, in dem wir ein Familiendrama verfolgen. Ja, von einer ganz bestimmten Familie. Und unser Hauptcharakter ist natürlich Teil davon. Also lasst uns direkt reinstarten in dieses Horrorspiel. Mal sehen, was so auf uns warten wird. Der Prolog. Du hast es einmal getan und du musst es wieder tun. Morsecode. Brauchen wir den? Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabelle verflucht. Jetzt wünschest du, du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Ein Stift. Sollen wir ein wenig zeichnen? Wir können sehr gut zeichnen. Holy shit, guckt euch diese Zeichnung von Tauben an. Hello? Morgen. Morgengrauen. Oh no. Weiß nur nicht, ob die lange genug gemorst haben, damit das wirklich dabei rauskam. Außerdem, ich glaube, richtiges Morsen geht viel schneller. Ja, und jetzt? Wir können nicht viel machen. Dein Tagebuch. Du würdest es nie aus der Hand geben. Dann nehmen wir das doch einfach mal mit. Sie wollen, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du betest, dass du dich irrst, aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Ha, wir sind also einer der Deutschen, so wie es aussieht. Greifen die Franzosen an. Eure Kunstausstellung hat nie stattgefunden. Du bist das letzte Mitglied der Blauen Taube. Hier wird etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Anscheinend Lautsprecher oder sowas. Zu den Waffen! Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Los, bereit werden! Ja, go, go. Das und dein Helm wird aufsetzen, wenn es deiner ist, ne? Gewehr, Modell 98. Geladen und entsichert. Oh. Nehmen wir mal mit. Okay, wir können sogar schießen und wir können zielen. Das ist ein Brief. Warum habe ich mir den nicht angeguckt? Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Okay, worum geht's denn? Wenn du um Hilfe funkst, statt zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Okay. Warum? Wenn wir angegriffen werden, wäre es doch gut, um Hilfe zu funken, oder nicht? Ein bisschen was von Amnesia. Abgeschlossen. Zug 1, antreten! Wo sind denn alle? Berliner Straße. Im Krater gesperrt. Enge Barriere, okay. Warum sehen wir keine anderen Menschen, als ob wir hier die einzigen sind? Berliner Straße. Sind die schon Maschinengewehre oder was? Die haben hier nur ein Einzelschussgewehr. What the fuck geht hier ab? Direkte Kriegsstimmung. Erstmal lesen. Hoffentlich werde ich hier irgendwas stiege.
Hier hängt Wäsche. Da oben geht's ab. Das sind aber wahrscheinlich unsere Verbündeten. Vielleicht sollten wir auch mal aus dem Graben raus. Das wäre eine Idee, ne? Aber dann würden wir wahrscheinlich auch sehr schnell sterben. Was ist denn unser Plan? Das da oben sind die Sturmtruppen. Kopf runter. Ja, nicht wenn wir jetzt hochgehen, ne? Aua. Direkt erstmal Schaden genommen von unbekannter Quelle. Okay, von da drüben fliegen Schüsse. Ja, ich glaube, viele Leute in diesen Situationen sind auch ein bisschen einfach mit in der Trance weitergelaufen. Ich glaube, die waren alle nicht so ganz bei sich. Kann man, glaube ich, in so einer Situation auch nicht sein. Wenn Matsch, Schlamm und Leichen das Einzige ist, was man sieht, und Schüsse und Explosionen das Einzige ist, was man hört, plus Todesschreie. Aber ich sehe überhaupt keine Gegner. Ich weiß nicht so ganz, was mein Plan ist. Ich laufe einfach. Ja, und das war's dann mit dem Laufen. Finish the Prologue. Morgengrauen. Ja, mir fehlt da was. Tja, und in so einem Fall kann man nur auf sein Ende warten. Bitte. Wem spricht der da? Ad Infinitum. Bis zur Unendlichkeit. Kapitel 1. Verzweiflung. Walk the Path of Despair. Hätte man auch was anderes machen können? Okay. Wir haben anscheinend geträumt oder sowas. Ist unser Arm noch da? Kann leider nicht an mir runtergucken. Kompaniefoto. Alle Gesichter sind verworren. Überhaupt irgendeins klar und deutlich? Nicht wirklich, ne? Nicht mehr unser eigenes. Ja, das ist sowas. Die Zeit will man vergessen. Windhölzer. Ein Streich, ein Funke genügt. Ich glaube, wir haben leichte posttraumatische Belastungsstörung, wenn es das angeht. Ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder.
Okay. Einmal ein wenig Licht. Hier ist alles abgeschlossen, aber es ist doch unser Tisch, oder nicht? Sollten wir dafür nicht die Schlüssel haben? Der Spiegel ist zerbrochen. Du kannst kein Spiegelbild sehen, nur ein Schatten. Ich könnte auch ein paar Scherben aufheben. Zinnsoldat. Der Zinnsoldat hat seine Männer im Griff. Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! What the fuck? Der Dolch wiegt schwerer, als er aussieht. Oh, ein Gewehr. Spielzeuggewehr. Das abgenutzte Spielzeuggewehr hat schon viele Kriege überstanden. Er atmet, aber er atmet wie durch eine Gasmaske hindurch, ey. Ich sag ja, PTBS ist nicht wirklich zu spaßen. Da macht einem der Kopf verrückt. Brief, Aufzug. Berlin, den 4. Oktober 1918, betrifft Installation einer Aufzugsanlage. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Hubert, stellvertretender Direktor, Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Berlin. Zahnrad, ein schweres Zahnrad, es riecht nach Öl. Ja, sonst noch was hier zum Angucken. Türen sind abgeschlossen. Können wir noch in die andere Richtung irgendwo hin? Das Zimmer deines Bruders ist versperrt. Doch du hast etwas gesehen, aber er kann es nicht sehen? Er kann es nicht sein, oder? Da hat jemand geklopft. Da ist zu. Was haben wir hier so rumliegen? Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache. Sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen. Okay. Nein, du bist überhaupt nicht verrückt, würde ich auch sagen. Du bist völlig bei Verstand. Das Haus ist riesig. Hier muss nur einmal das Licht ausgewechselt werden. Hier sind wir auf der anderen Seite, aber die Tür ist trotzdem zu. Nicht mal ein Shortcut können wir freischalten. Na super. Vielleicht sind es auch nicht die Lampen. Vielleicht ist es eher die allgemeine Stromversorgung, die ein bisschen schwächelt. Auch alles zu. Hier wahrscheinlich auch, ne? Das sieht sehr zu aus, auch wenn da ein Fragezeichen ist. Aber gut, gehen wir halt die Treppe runter. Süßer Hase. Oh, funktioniert der Aufzug schon? Nichts geschieht. Ein Fahrstuhl zum Dachboden. Er muss kürzlich installiert worden sein. Du fragst dich, was dort oben sein mag. Der Fahrstuhl geht ja nicht... Er zum Dachboden hoch? Doch, er geht zum Dachboden hoch. Aber er geht natürlich auch nach unten. Hallo? Verzeihung? Mutter hat sich oft stundenlang im Musikzimmer eingeschlossen, aber nicht heute. Das wirst du nicht zulassen. Es ist schon zu. Aber naja, schauen wir erstmal, was hier so abgeht. Hallo?
Musik. In Unterhaltung, ein Vogel. Paul, du bist zurück. Geht's um den Vogel oder um mich? Verstehe mich bitte. Ich habe das Gefühl, wir verpassen hier irgendeine Unterhaltung. Ich höre es nämlich nicht. Hilf mir bitte, hilf mir. Ich meine, das Schreien höre ich und das Stöhnen, aber ich verstehe da nichts. Empty. Empty. Was haben wir hier? Orchestrion Notenrolle. Ein Marsch zu Ehren unseres großen Generals Lothar von Schmidt. Nehmen wir mit. Meine liebe Mutter, wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr böse. Dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Johannes. Okay. Also anscheinend, so wie ich das bisher verstehe, es gab natürlich Krieg, Erster Weltkrieg, klar. Und wir waren da und unser Bruder Paul war auch da. Aber Paul kam anscheinend nicht zurück und ich schon. Nur Mutter ist ein bisschen durchgedreht aufgrund des Verlustes eines Kindes und erkennt mich als ihren Sohn nicht mehr an, so wie es aussieht. Ist nicht toll. Karte aus Saint-Balbin, auf Französisch. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen, aber das Hausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien, aber ich konnte ihn nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn im falschen Haus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, wie wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben. Im Café von Mama und Papa. Wenn es schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern? Bitte melde dich. Saint-Balbin, den 3. Mai 1908, Julie. Okay, und hier haben wir noch was. Er ist so grausam geworden wie sein Vater. Ich darf nicht vom Kriege sprechen. Nicht von meinen verlorenen Söhnen. Ich darf nicht in ihre Zimmer. Die Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. Oh Mann, ey. Ich glaube aber, sie darf nicht zu uns rein, weil sie ein bisschen durchdreht und mich nicht für ihren Sohn hält. Warum auch immer. Salz. Ein Päckchen Salz. Klar, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Meine liebe Mutter, ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon will der Vater sicher nichts hören. Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes, 15. April 1917. Naja, da hattet ihr schon über die Hälfte hinter euch immerhin. Im Anblick des Bildes sieht ihr übel. Wer malt so etwas? Es ist nur ein Graben. Es ist nur ein Graben. Brief von Frau Breugel. Berlin, 20. Dezember 1918. Liebe Frau von Schmidt, da Sie mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich Ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass Sie es doppelt schwer haben. Bitte passen Sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für Sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorüber ist. In Freundschaft, Ursula Breugel. Ja, die Familie war auf jeden Fall ganz nett anscheinend. Die Tür ist auch abgeschlossen. Ich weiß, da ist ein Schloss dran, aber man muss es ja zumindest mal probieren. Die ist abgeschlossen. Vielleicht probieren wir es auch nicht. In der letzten Stunde rettet mich nur noch die Musik.
Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrion und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Deswegen war das auch im Mülleimer. Aber weißt du, was effizienter ist? Es zu verbrennen. Sammeln von Hinweisen und Dokumenten. Okay. Aber wo bewahrt er denn den Schlüssel auf? Ach, noch mehr Zündhölzer. Na, nehmen wir mit. Kommen wir irgendwie ins Musikzimmer? Ich meine, er weiß, sie weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt, aber das wissen wir ja nicht. Und daraus geht das auch nicht einher, finde ich. Warum sollten wir hier jetzt Licht anzünden? Es ist noch alles so hell. Brief zum Orchestrion. Punkt, Punkt, Punkt. Soll Ihnen Herr General und Ihrer Familie dieses Orchestrion und der Marsch, den wir Ihnen übersenden, das Schlachtengetümmel ins Hause bringen und Sie stets an Ihre zahlreichen Siege und die unserer deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr unter den Musikinstrumenten, denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom Ritterlichen Orden des Roten Adlers. Okay. Reparatur Orchestrion. Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurden verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walzer habe ich gefunden und eingebaut. Von dem entwendeten Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walters. Also ein Kästchen in der Eingangshalle, okay. Hier ist alles zu. Und wahrscheinlich müssen wir runter zur Eingangshalle. Da vorne ist ein... Okay, jemand ist hier eingebrochen, ganz offensichtlich. Hey, nicht schubsen! Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht aufgemacht. Ja, ich hab extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Warte mal, sind wir Paul? Wir sind anscheinend Paul, oder? Weil da stand gerade du und Johannes. Das heißt, Johannes ist unser Bruder. Und wir sind anscheinend Paul. Beileidskarte Bräugel. Mein herzlichstes Beileid zum Verlust ihrer beiden Söhne. In Freundschaft U. Bräugel. Berlin, den 28. Oktober 1917. Ach, und wir wurden wahrscheinlich danach gefunden. Beileidskarte. Der Kaiser rief und alle kamen. Gott mit uns. Tief erschüttert bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt, geboren am 5.3.1899, und Johannes von Schmidt, geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Berlin, 12. Oktober 1917. Farbenfabriken Karl von Schmidt und Co. Eieieiei. Sollen wir die Kerzen mitnehmen? Wir nehmen mal eine für uns mit. Brauchen ja nicht beide leuchten. Wir sind ja am Leben, offensichtlich. Das ist ein echt großes Haus hier. Noch mehr Zündhölzer. Zeitungen mit Verlustlisten. Du willst sie nicht lesen. Noch mehr Kerzen. Alles, was in unser Inventar passt, nehmen wir mit. Hier ist alles abgeschlossen. Hier allerdings nicht. Dieses Haus nimmt kein Ende.
will erstmal in der Eingangshalle noch mal gucken. Hier muss ja irgendwo ein Schlüssel sein, offensichtlich. Die Tür ist auch offen. Ist doch hier die Eingangshalle, oder nicht? Wo ist hier ein Kästchen? Die Außentür ist verschlossen. Was stand da genau in diesem einen Brief? Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wo ist hier ein Kästchen? Oben vielleicht? Weil hier unten ist keins. Oder ich sehe zumindest keins. Hm. Die Tür hier war abgeschlossen, ne? Ich? Okay, dann ist das auch einfach nur ein Durchgang. Wir nehmen weitere Kerzen mit. Oh, hier geht's in den Keller. Versperrt. Das hier ist zu. Jesus Christ. Das Bild ist von der Wand gefallen. So, jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer. Und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm, oder? Warm und nass. Guckt mal die Segelboote, wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie ja einen Weg. Über die Havel, zur Elbe, dann nach Hamburg, dem Tor zur Welt. Und dann... dann... ist alles möglich. Ja, aber mit Segelbooten nach Amerika, I don't know. Möglich bestimmt. Ob ich es machen würde, ist was anderes. Das ist eine sehr merkwürdige Zeichnung. Gemälde. Er. Vater hat nichts gesagt, als er das Bild von sich zum ersten Mal gesehen hat. Er hat nur geschwiegen. Kann ich verstehen. Hat wahrscheinlich viel Geld dafür ausgegeben und sieht nicht gerade sehr toll aus. Ist ein bisschen moderner Stil, das ist das Problem. Er wollte wahrscheinlich eher was Traditionelles. Okay, hier ist abgeschlossen, was ich sehr gut finde. Ich meine, da kommen wir bestimmt später noch hin. Aber dann haben wir jetzt gerade nicht mehr so viel zu erkunden. Das bedeutet, wir können in den zweiten Stock der Eingangshalle und mal gucken, was da so abgeht. Hoffentlich ist da irgendwo ein Kästchen mit einem Schlüssel. Ein Wolf. Mag Wölfe. Hier ist auch alles abgeschlossen. Ah, ist ein Kästchen. 25. Mai 1916. Dass unsere beiden Söhne nun den Dienst für den Kaiser und das Volk angetreten haben, will Magdalena nicht hinnehmen. Kein Unsinn. Ich wollte Vater nie glauben, doch vielleicht hat er recht. Vielleicht ist ihr nicht zu helfen. Seit Vater vor 9 Jahren zu uns kam, ist sie völlig verändert. Ich habe ihr Quecksilber verabreicht. Nach kurzem Protest war sie endlich still. Ach du Kacke. Ja, Quecksilber ist auch sehr gesund. Ich meine, man kann den Leuten keinen Vorwurf machen von damals. Sie wussten es nicht besser. Es ist genauso, wie wir heute auch noch Sachen herausfinden über irgendwelche Sachen, die wir alltäglich benutzen, die total schädlich sind. Das war halt damals so das Go-To-Mittel. Aber diese Einstellung, ich meine, halt auch damals eine andere Einstellung, ne? Ich sag ja, man darf mit einer heutigen Zeit nicht Taten von damals verurteilen. Also nicht mit dem Blick der modernen Zeit. Das geht einfach nicht. Ja, so, man darf diese Sachen heutzutage nicht mehr machen. Und wenn das heutzutage noch stattfindet, darf man das natürlich vollends verurteilen. Aber nicht von damals. Das war einfach eine andere Mentalität. Da waren die Leute halt anders. Spritze und Ampulle. Quecksilber, 10 Milliliter. Farbenfabriken. Karl und Schmidt und Co. Ja, super. Ist auch alles zu. Aber wir haben jetzt den Schlüssel. Also, ab ins Musikzimmer. Wo Mutter wahrscheinlich nicht ist.
Aber wir werden sehen. Meine Güte, der ist immer schnell aus der Puste. War das hier? Hier war das, ne? Wir haben doch jetzt den Schlüssel, oder nicht? Was haben wir denn da gerade bekommen? Orchestrion-Schlüssel. Achso, das ist nicht der Schlüssel. Ah, nee, nee, Sekunde mal. Ist das hier? Wo ist denn das Orchestrion? Ist es? Nee. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein Orchestrion ist. Haben wir das schon irgendwo gesehen? Die Zettel kann ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Sonst hätte man das wahrscheinlich schon, ja. I don't know, ich hätte jetzt gedacht, dass man hier rein kann. Also nicht hier, sondern hier, aber... Weil ich habe sonst auch keine Ahnung, das hier ist wahrscheinlich das Orchestrion. Und hier können wir diese Spule einlegen. Und es dann wahrscheinlich anmachen. Mach hier mal da Ding zu. Und noch irgendwas drin von Interesse? Wahrscheinlich soll das Mutter einfach rauslocken. Ah, das Rad. Okay. Das mussten wir auch noch einsetzen. Dann... War ja klar. Mutter, kommst du jetzt da raus? Ja, natürlich. Also sie hat zumindest die Tür geöffnet. Was geht hier denn ab? Eine Puppe. Fast scheint es dir, als würde sie dich beobachten. Bei diesem Male habe ich ihn gespürt. Als würde mein Johannes neben mir stehen und seine Hand auf meine Schulter legen. Herr Dupré hatte recht. Mit jeder Sitzung kommen wir unserem Ziel näher. Ich fühle es. Viele seltsame Zufälle ereignen sich. Das ist ein Zeichen. Ich habe wieder an der Puppe gearbeitet. Ich versuche, sie mit Leben zu füllen, damit Johannes sie annimmt und endlich zu mir zurückkehrt. Ja. Im Salon gibt es noch neue Kerzen, die wir beim nächsten Mal benutzen können. Das steht da nicht, aber okay, nehmen wir mal so hin. Ich weiß ja nicht. Unser Stammbaum schlägt Wurzeln. Das Geschenk aus Saint-Balbin. Ein Stück meiner Heimat zwischen den exotischen Pflanzen von Karls Vater. Wunderschön. Da wollen wir auch gleich hin. Aber dafür brauchen wir auch einen Schlüssel. Als Karl fort war, nutzten Herr Dupré und ich die Zeit für eine Begehung. Den Kuckuck wollte er nicht sehen. Er glaubt mir. Im Salon verspürte er eine eisige Kälte. Genau dort, wo der Tyrann gestorben war. Schon zu Lebzeiten hat er nur Unheil über uns gebracht. Herr Dupré sagt, das Haus ziehe viele zornige Seelen an. Mit Talismanen, Geisterglocken und Klopfzeichen. Drei für die Dreifaltigkeit. Soll ich versuchen, ihnen Einhalt zu gebieten bis zur nächsten Sitzung? Die Engel werden mir beistehen. Ich will ihm glauben. Aber der schreckliche Kuckuck klopft auch und ruft und will fressen. Er bringt mich um den Verstand. Okay, sind wir ein Geist? Ich weiß es gerade nicht. Die Elfenbeintasten fühlen sich kühl an. Ein Schauer läuft ihr über den Rücken. Okay. Ja, keine Ahnung, wo ist Mutter jetzt hin? Ich hab's nicht gesehen, aber... Telefon? Oder die Türklingel? Okay. Brief des Spiritisten. Sehr geehrte Magdalena von Schmidt. Aufgrund der Androhung ihres Mannes von körperlicher Gewalt
Gegen meine Person und der unbeglichenen Zahlung sehe ich mich leider außerstande, sie heute in Person bei ihrer persönlichen spirituellen Sitzung anzuleiten. Was? Da ich aber weiß, wie sehr sie die Hilfe der Engelskräfte in diesen dunklen Stunden benötigen, schicke ich ihnen einen Wachzylinder oder Wachszylinder mit einer Anleitung und meiner Aufrufung der Angeloi. Weiterhin übersende ich ihnen ein silberner Kerzenhalter, das geweihte Pendulum, das empfindlich auf spirituelle Schwingungen reagiert, insbesondere böser Natur, habe ich ihnen ja beim letzten Mal überlassen. Ich habe mir erlaubt, die Kosten hierfür der letzten unbeglichenen Zahlung hinzuzufügen, im Geiste bei ihnen and the prey. Aber warte mal, aufgrund der Androhung ihres Mannes, bla bla bla, sehe ich mich heute leider außerstande, okay? Ich hatte das erst so verstanden, dass er deswegen kommt, aber nein, er sieht sich außerstande. Er will nicht. Kann ich verstehen. Okay. Kerzenhalter, Wachszylinder. Und wir brauchen noch das Ding von unserer Mutter. Was ist das denn jetzt hier? Sind wir jetzt hier bei The Shining oder wo war das nochmal mit dem das Ball? Das ist mein Ball. Merk dir das mal. Ich will doch nur kurz mal mit dem spielen. Nimm doch deinen eigenen. Der ist aber gar nicht rot. Du kleiner Trotzkopf. Na gut, aber du bringst ihn mir wieder. Versprochen? Versprochen. Das ist ein Argument, der ist nicht rot. Ja, ich glaube, diese Kerzen benötigen wir dann wahrscheinlich sogar. Nehmen wir die einfach mal mit. Ich hätte zwar gerne eine für meinen Bruder angelassen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die noch brauchen werden. Können wir hier oben jetzt irgendwo weit? Nein. Aber der Ball kam doch von hier runter. Ja gut, dann wahrscheinlich eher zum Botanischen Garten. Obwohl ich nicht weiß, ob Mutter da hingeflohen wäre. Ist hier offen? Auch nicht. Okay. Ein bisschen jetzt wie eine Schnitzeljagd, ne? Ich weiß nicht so ganz, wo ich als nächstes hin soll. Weil so ganz gibt mir das Spiel ja nichts an die Hand. Sah gerade aus, als würde die Tür aufgehen. Können wir das nochmal abspielen? Nö. Mutter noch ein bisschen mehr ärgern. Diese Puppe, ey. Creepy. Ich gehe mal davon aus, sie wird ja hierher geflohen sein. Und wenn sie nicht hier reingeflohen ist, was nicht danach aussieht, wird sie nach oben gegangen sein. Weil in die andere Richtung wäre sie uns ja entgegengekommen. Oder wir hätten sie zumindest gesehen. Spricht mit sich selbst. Hier ist immer noch abgeschlossen. Okay. Hier ist alles zu und hier in dem Zimmer ist auch nichts Neues. Eventuell sollten wir den Dolch mitnehmen. Aber, naja. Wer will sich schon in seinem eigenen Haus bewaffnen? Warum sind hier Fragezeichen? Existiert dieser Raum eigentlich nicht, oder was? Mag das nicht, dass hier die ganze Zeit die Lichter ausfallen. Hallo? Es ist alles zu. Was ist denn dann mein Plan? Wo soll ich hin? Telefon? Wir haben hier verzerrte Stimmen gehört.
Irgendwer hat hier das Licht ausgemacht. Beziehungsweise an. Kommt das vom Dachboden? Oder wo kommt die Stimme her? Was denn mit der Notiz hier? Küchendienst und Hausreinigungsplan. 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 14.09. Bräugel. 15.09. Bräugel Einkauf. 16.09. Adler Bräugel Reinigung. 17.09. Adler. Letzter Tag. 18.09. 19.09. Bräugel. Letzter Tag. Nochmal. Also ja, wer anders. Wahrscheinlich wurden sie danach nicht mehr bezahlt. I don't know. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Kann ich das hier anmachen? Ein Phonograph, es ist kein Wachszylinder eingelegt. Hier haben wir doch. Heißt, wir brauchen danach 5 Kerzen. Sie haben die Kerzen und die Streichhölzer. Sehr gut. Stellen Sie nun die Kerzen auf die Kerzenhalter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, also von hier. Nach hier. Zu der. Ja gut, das wird ein Pentagramm. Das kann man sich ja schon denken. Zack. Next. In irgendeiner bestimmten Reihenfolge? Ich gehe mal davon aus, es ist egal. Aber warum machen wir das nochmal genau? Ich guck mal, ob man auch den Dolch verwenden kann. Das würde mich ja interessieren, weil den würde ich nämlich eher verwenden als den Ball, wenn das denn geht. Kann ich den hier mitnehmen? Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul. Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Warte mal. Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Also der Vater sagt, Johannes wäre nicht sein Sohn. Und die Mutter sagt, geht aber eher von Paul anscheinend aus. Ist ja ganz weird. Warum? Aber es ist sehr schade, dass man den Dolch nicht verwenden kann. Das wäre cool gewesen. So, dass irgendwie was anderes passiert wäre dann. Hätte ja auch ruhig ein Secret End oder so sein können. Naja, nehmen wir halt den Ball.
Wo sollen wir den platzieren? So, wir sollen uns einfach platzieren. Ja, für Seance. Wer macht die Tür zu? Glück. An diesem Abend rufen wir die Angeloi an. Wisstet, dass der Okkultist Dupré, dessen Stimme ihr vernehmt, der die Chroniken von Akasha studiert hat, euer Gewahr ist? Ich weiß nicht, ob man bei sowas am. Also zwischen zwei Spitzen sitzen sollte. Ihr Diener des Herrn. Die Weisheit des alten Mondes ist mit euch. Schafft mit mir eine Astralbrücke. Losgelöst von den Fesseln von Ort und Zeit. Ich bin nun bei Ihnen, Magdalena. Okay. Findet unter ihnen die Seele des Kindes. Findet sie und geleitet sie zur Mutter. Führt sie durch das Licht zu uns in den Kreis. Jetzt haben wir gleich eine Seele, entweder in einem Ball sitzen oder in einer Puppe. Beides ist nicht gut. Es ist hier. Das Kind ist hier. Woher weißt du das? Du nimmst das gerade nur auf. Nee, möchte ich aber nicht. Schatten. Sie sehen ihren Schatten. Lassen Sie sich nicht von ihm verführen. Glauben Sie an das Licht der Mutter der Barmherzigkeit. Sie ist bei uns. Spüren Sie ihre Liebe. Ich habe meine Waffe nicht mehr. Das finde ich nicht gut. Kann mich nicht verteidigen. Ich glaube, der nimmt jetzt aber nicht die Puppe, der nimmt wahrscheinlich eher mich. Rot. Sie dürfen auf keinen Fall rote Kerzen verwenden. Hören Sie, Frau von Schmidt, niemals rot. Woher weiß der das? Das ist doch eine Aufnahme. Ich spüre eine Entität. Es ist nicht Maria. Es ist ihr luziferisches Gegenstück. Martha. Die Schmerzenstörung. Okay. Also dieser Typ ist anscheinend legit. Der hat eine Aufnahme aufgenommen, mit Hilfe seiner hellseherischen Fähigkeiten, indem er wusste, was passiert. Und er wusste, dass es passiert, und gibt uns einfach dann diese Aufnahme, ohne uns zu warnen. Er hätte das Ganze verhindern können. Aber nein, er dachte sich, ja, nö, hier bitteschön. Gehen Sie in Ihr Unheil. Alles klar. Danke für nichts.
Du hast die Aufnahme bis zum Ende gespielt. Da steht's übrigens, das ist eine Aufnahme. Falls das irgendwer anzweifeln sollte. Was ist hier passiert? War hier nicht ein Telefon? Das ist, glaube ich, ein Stockwerk weiter oben. Mutter, kannst du mal ans Telefon gehen? Falls du noch lebst? Ich würde gerne jetzt aus diesem Haus entkommen. Und warum sind überhaupt die einzigen Kerzen, die wir in diesem Haus haben, rot? Das hat mich jetzt mehr erschreckt, als es sollte, einfach weil genau in dem gleichen Moment meine Uhr vibriert hat. Das war ein Jumpscare der vierten Dimension. Danke dafür. Warum gucke ich mir das nochmal an? Ich kenne den Text doch. Was soll das denn hier? Warum betest du die auch an? Kein Wunder, dass da so ein Mist passiert. Am besten gehen wir einfach aus diesem Haus heraus. Warum verfolgen wir jetzt diese Spur? Ich weiß es nicht. Hello? Das war aber ein schönes Badezimmer. Richtig groß. Alter, das ist ja mal eine geile Badewanne. Ich meine, es ist ja im zweiten Stock, das heißt, man kann hier nicht so einfach reingucken. Und dann einfach so ein Panoramablick, wenn man in der heißen Badewanne sitzt. Mega geil. Lass den Ball doch einfach da drin liegen. Warum haben wir noch hier diesen Mantel an? Das ist doch so eine... Ja, lass mich bitte los. Ruinen. Die werden durch die Badewanne zurück in unsere posttraumatische Belastungsstörung gerissen. Die irgendwie im Ersten Weltkrieg ist. Also, was heißt irgendwie, ich weiß warum, aber... Ach ja, wenn dir der Erste Weltkrieg schon so gefallen hat, freu dich auf den Zweiten. Gedrucktes Bild, die Schmerzensmutter. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also offensichtlich irgendeine böse Entität. So wie es aussieht, anscheinend die Mutter des Antichristen. Weil man sagt ja, also, obwohl, was, das Gegenteil von Maria Magdalena oder von Jesus Mutter Maria? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Also, ich habe vergessen, was da gerade in dem Text erwähnt worden ist. Oder ob der Nachname überhaupt erwähnt worden ist. Wenn es das Gegenteil von Jesus Mutter Maria ist, dann ist es sehr wahrscheinlich die Mutter des Antichristen. Auf der anderen Seite sind wir dann wahrscheinlich der Antichrist. Oder unser Bruder. Oder beide. Wir hier, wir können die Sachen an die Seite schieben. Vielleicht solltest du mit der oberen Kiste anfangen, nicht? Okay, dann mach's halt ganz kompliziert. Ich meine, hier sind ja irgendwie noch Punkte, ich weiß nur nicht. Meine Güte, hier Schiebepuzzle, ey. Hin und her und zurück und überhaupt. Lass mich doch einfach durch. Ja, aber hier ist es doch eigentlich ganz friedlich. So ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm. Spitzhacke. Das ist nicht nur eine Spitzhacke, das ist auch eine Axt. Mit der Spitzhacke kannst du morschen Holzbrettern und maroden Wänden zu Leibe rücken, die im Wege stehen. Nett.
Die Wand aber nicht ein bisschen zu dick dafür? Offensichtlich nicht. Wir sind einfach Hulk. Wahrscheinlich hätten wir nicht mal die Axt gebraucht. Entres dans l'église. Nous attaquerons avec vous et dont nous disposons. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Und ich spreche Französisch auch furchtbar aus. Aber das macht ja nichts. Wahrscheinlich heißt es so viel wie, geh nicht da durch. Hier warten ganz viele schreckliche Monster. Und deine posttraumatische Belastungsstörung. Noch mehr Französisch. Such Zuflucht bei der Mutter Gottes. Kommt zur Kirche. Okay, das ist schon besser. Axt. Irgendwas sonst hier? Lautes Geräusch. Wunderschön. Wie wäre es, wenn man einfach ein lautes Geräusch macht? Anstatt lautes Geräusch dahin zu schreiben. Let me through. Wo sind wir denn jetzt? In irgendeiner Kirche anscheinend. Kirche. Kein Wunder, dass der hier irgendwelche Dämonen und sowas mitgebracht hat. Das würde ich auch tun, wenn ich in Frankreich wäre. Das würde jeder tun, der in Frankreich... Sehr gut, Junge. Sehr gut. Wollen wir da runter? Wollen wir nicht zur Kirche? Ist bei der Kirche nichts? Kirche ist geheilter, geweihter Boden. Das vertreibt alle Dämonen und bösen Geister. Will ich mal hoffen. Außerdem, der hat die Kerzenständer in heiliges Wasser getaucht. Ist es dann nicht scheißegal, welche Farbe an Kerzen wir nehmen? Okay. Das habe ich gerade auch nochmal vernommen. Alter, nur weil ich im Krieg verletzt worden bin. Sei doch lieber froh, dass dein Sohn überhaupt noch lebt. Ja, sie ist ein wenig durchgedreht. Kann man auch verstehen, warum? Aber es ist trotzdem nicht so schön, wie sie mit uns umspringt. Okay. Der Vater geht mit dieser ganzen Situation auch nicht gerade toll um. Der Feind hat sich in der Kirche verschanzt. Also sieht er seine Eltern als Feind. Alle beide? Ich meine, ich weiß nicht, wie der Vater so reagiert, aber... Vielleicht war die Sache auch mit dem Dolch? Aber trotzdem, warum sollte der Vater uns nicht als den Sohn anerkennen? Keine Ahnung, ich finde das gerade alles sehr merkwürdig. So ganz versteht man so nicht, aber das muss man ja auch doch nicht. Es gehört ja, es ist ja Teil der Spannung, dass man noch nicht die ganze Geschichte erfährt. Wunderschön. Den finden wir da oben? Das hört sich fast so ein bisschen an wie Gollum. Können auch einfach Krähen sein, die irgendwas zerfleischen. Dem hier kann ich nicht ausweichen. Nee, es ist doch eher Gollum.
Okay, ich kann dem nicht ausweichen, also ich kann auch nicht sprinten. Hi. Okay, der Geruch des verrotteten Fleisches ist unerträglich. Dosenalarm. Etwas ist letzte Nacht durch die Gräben geschlichen. Erst haben wir es nur gehört, aber heute Morgen haben wir Fußspuren gefunden von nackten Füßen. Vielleicht war es ein versprengter Franzose oder ein Kamerad will uns einen Streich spielen. Wie dem auch sei, wir werden leere Dosen an Bindfäden aufhängen. Wenn da jemand hineinläuft, wird es einen Riesenkrach geben. Ja, aber die sieht man, ist das Problem. Man sollte das eher, also man sollte es nicht so machen. Es ist zwar auch, also da kann dann kaum einer durch, ohne dass es lärmt. Aber man könnte gegebenenfalls sehr vorsichtig sich dran vorbeiquetschen. So natürlich nicht. Aber in der Realität ist das natürlich ein bisschen anders. Man sollte es eher so machen, dass man es nicht sieht. So, keine Ahnung, an so einem Stolperdraht oder sowas. Und wenn man dann darüber stolpert, dass irgendwo anders es rappelt. Dann wissen die Feinde halt nicht, dass überhaupt Alarm geschlagen werden kann. Notiz des Pfarrers auf Französisch. Alles liegt in Trümmern. Fast scheint es, als hätte sich eine schreckliche, unaufhaltsame Kreatur den Weg durch unser Dorf gebahnt. Die Überlebenden werden in unserer Kirche Zuflucht suchen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Gott stehe uns bei. Ja, dann reißen wir doch mal weitere Wände ein. Guten Morgen! Noch mehr Dosen. Die müssten wir umgehen können. Nämlich genau so kann man Sachen umgehen, wenn man sieht, wo sie hängen. Wenn da jetzt ein Stolperdraht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich drüber gestolpert. Und hätte Alarm geschlagen. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Irgendwo da ist anscheinend was, aber... Ja. Ja gut, reißen wir halt weiter, wenn da ein... Here is Johnny! Okay. Das sollte aber eigentlich auch Lärm machen. So ganz nebenbei. Wahrscheinlich sogar lauter als die Dosen. Wenn man auf einmal durch so eine Holzdecke kracht. Da oben sitzt einer. Ich weiß nicht, ob ich zu nah rangehen sollte. Auf jeden Fall sollte ich diese Dosen vermeiden. Ich meine, die Sache ist, vielleicht reagiert ihr auch nicht auf zerstörte Wände oder Holzsachen, weil hier ständig irgendwas zusammenbricht, weil alles sehr baufällig ist. Aber auf der anderen Seite könnte auch ein Windstoß kommen und diese Dosen hin und her schwenken lassen. Ja, ich muss ruhig bleiben, das habe ich schon verstanden. Und ja, dieser Effekt mit dem Wind gegen die Dosen wäre wahrscheinlich ähnlich, als würde ich mich ganz langsam vorsichtig da durchzwingen. Aber naja. Wir schleichen von dann. Hi, Freunde. Werden sie doch bestimmt hören, wenn ich diese Wände einschlage. Ich quetsche dich doch einfach drunter her. Als ob du das nicht schaffst. Naja. Lauf! Ich weiß gar nicht, wohin ich laufe. Versteck dich da drunter. Du willst nicht wissen, was da drunter ist. Ich will mich da drunter verstecken. Also unterm Bett. Nicht unter der Leiche.
Vielleicht auch im Schrank. Da rein. Können die Viecher hier nicht durch? Haha, du passt da nicht durch. Warum auch immer. Ihr seht schon echt widerlich aus. Bitte geh nicht da durch. Kann nicht zurück. Das ist unbelievable. Aber immerhin ist das Ding weggegangen. Sie haben sich wieder fressen gesetzt. Na ja, gut. Hier vorne irgendwas? Ich weiß halt auch nie, wann Spiele und ob Spiele Secrets haben. Aber das Spiel sieht bisher nicht so danach aus, als ob es irgendwelche Secrets oder Collectibles hat, mal abgesehen von der Story und gegebenenfalls Teilen von irgendwelchen Briefen oder sowas, die ein wenig Erleuchtung in die ganze Geschichte hier bringen. Sowas hier zum Beispiel. Sirene, ja. Natürlich. Oh Gott, es waren Zivilisten in der Kirche. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. Ja, aber Zivilisten in der Kirche, was hat das denn mit dem Leutnant zu tun? Sehe ich nicht ganz. Warum genau sollen wir die Sirene nutzen? Ich halte das für eine sehr schlechte Idee. Also wenn ich nicht alle Feinde auf mich aufmerksam machen will, dann lasse ich das lieber sein. Werden wir wahrscheinlich früher oder später noch gebrauchen müssen, um Ablenkungen zu kreieren. Aber im Moment sehe ich nicht, wie uns das irgendwie hilfreich sein sollte. Irgendwas hinter? Ich sehe nichts. Hallo? Ein blutiges Tuch. Ja gut. Aber ansonsten? So, wofür ist dieser Gang? Mein netter Rückzugsort, aber... Die Sache ist, jetzt wäre vielleicht eine Sirene sinnig, wenn man die irgendwie, keine Ahnung, da so betätigt, dann schnell hier rüberläuft, sich dann hier so versteckt, während die alle da reinlaufen. Aber ansonsten? Andere ist viel zu weit weg. Komme ich auch gar nicht so richtig zu rennen oder aufzustehen überhaupt. Weil ich das Gefühl habe, hinter jeder Ecke lauern irgendwelche Viecher. Und irgendwo hier sind anscheinend auch welche. Hier ist eine Schnur. Muss ich jetzt vielleicht echt die Sirene betätigen? Weil da an dem komme ich doch nicht vorbei, ohne dass der mich sieht. Oder? Hallo? Darf ich einmal kurz? Der ist von irgendwas da fasziniert. Bemerkt mich nicht. Das ist sehr gut. Und der ist mit Fressen beschäftigt.
will dich gar nicht stören. Sie hat nur ganz durch. Bin mir irgendwie nicht ganz sicher, ob man dem ersten da so aus dem Weg gehen sollte. Ich habe irgendwie das Gefühl, den müsste man wahrscheinlich eher mit der Sirene wirklich anlocken. Aber naja, wir haben es geschafft. Ein paar Kerzen anzünden. Ein kleiner Marienschrein. Du hältst all das für unsinnigen Aberglaube. Ja. Man kann schon verstehen, wie man in einer Welt voller Horror den Glauben an Gott verliert. Oder ihn findet. Wenn man sonst nichts mehr hat, woran man glauben kann. Unten ist auf jeden Fall eine Sirene, falls wir sie benötigen. Und da stehen ganz viele Viecher, die alle woanders hingucken. So, die Sache ist jetzt, was passiert, wenn ich diese Sirene betätige? Laufen die hierher über die Brücke oder springen die von der Brücke runter? Weil es ist nicht so hoch. Und die andere Frage ist, was ist unser Plan, wenn ich diese Sirene betätige? Wir müssen ja wahrscheinlich in die Richtung da laufen. Ja, wir werden es ja sehen. Bleib einfach nicht stehen, falls sie kommen. Hau drauf! Okay, sie scheinen nicht zu kommen. Eieieiei. Noch ein blutverschmiertes Tuch. Und was soll ich jetzt hier? Dass die Viecher jetzt nicht auch an. Was zur Hölle ist hier passiert? Notre Dame stand an der Kirche. Die Alten haben sich wohl geweigert, ihr Dorf zu verlassen und bei der Mutter Gottes Schutz gesucht. Wo ist sie gewesen? Was wird sie mit uns machen, wenn sie erfährt, was wir getan haben? Und wir? Die Front frisst sich voran und wir haben die Welt in die Hölle auf Erden verwandelt. Unsere Gebete hört nur der Teufel. Ja. Kirche wird wahrscheinlich nicht Notre Dame selber gewesen sein, weil Notre Dame einfach unsere Dame bedeutet. So, als würde man eine Kirche Amen nennen. Aber ja. Schön, was hier passiert ist, ist es natürlich trotzdem nicht. Einfach alle Zivilisten abgeschlachtet. Hi, Mutter des Schmerzes, richtig? Wir kennen uns. Ich hab dich heraufbeschworen. Oh Gott! Alter, geh weg von mir. Zu nah. Der hat bestimmt... Ja, danke. Du erinnerst dich an mich, oder? Bleib doch einfach bei ihr, sie scheint doch auf deiner Seite zu sein. Sie sieht zwar nicht schön aus... Ab Infinitum gräben. Aber ich glaube schon, dass sie... für uns kämpft, so wie das aussah. Sie schien nicht gefährlich zu sein. I don't know. Okay. Was für ein Schwein wird da gerade abgeschlachtet?
geht hier denn ab? Was auch immer das war, es ist tot. Hm. Ja, also die Mutter scheint nicht die einzige Verrückte in der Familie zu sein, wie es aussieht. Was auch verständlich ist, nachdem man aus dem Krieg kommt. Darf ich jetzt wieder bitte zurück in die echte Welt? Bin jetzt drauf getriggert, diese Dinger nicht zu berühren, auch wenn es hier wahrscheinlich nicht schlimm ist. Zur Front. Okay. Ich meine, ist die Front nicht immer woanders? Zu den Katakomben. Unterstände. Lauf in Verstecke, um dich vor Feinden zu verstecken. Och, nee. Muss doch nicht sein. Muss wirklich nicht sein, Leute. Hi. Du lebst anscheinend nicht mehr. Erkennungsmarke. Richard Michalski. Pinsk. 3.11.93. Feuchtposten. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht irgendwas, während ich lese. Sowas hasse ich, wenn Spiele nicht auf Pause machen, während man sowas offen hat. Feuchtposten. Hab den Franzosen stundenlang rufen hören. Er streckte nach Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kumpel ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der neue Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben. Hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Nur noch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er beim nächsten Sturm auf den Feind als erster raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht freibekommen und ist zurück in seinen Graben. Ich habe das arme Schwein im Draht noch 3 Nächte rufen hören. Wenn das Niemandsland wen das Niemandsland einmal hat, den gibt es nicht mehr frei. Ja. Das war aber echt so. Vor allem im Ersten Weltkrieg haben die meisten einfach daneben geschossen, weil ich glaube irgendwie, das sind richtig hohe Zahlen. 80 oder 90% der Leute wollten nicht auf die auf Menschen schießen. Ich soll mich vor Feinden verstecken, ja, aber vor welchen Feinden? Soll ich lieber aufrecht gehen, damit ich gleich zurückrennen kann? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Lampe. Hat er schon Haare am Sack? Muss aufpassen, dass er sich die Stiefel nicht schmutzig macht. Meine Güte, ey. Ich hab Nerven. Was kann man über den Leutnant sagen? Die haben sich nämlich nie die Stiefel schmutzig gemacht. Also selten. Die Anführer von Armee, was natürlich auch Sinn ergibt, weil wenn die sterben würden, würde ja Chaos ausbrechen, sie müssen ja den Trupp leiten. Aber die haben meistens auch die Flucht ergriffen. Anderen Pistole an den Kopf, wenn sie abhauen wollten. Aber selber dann abhauen, ne? Naja. Ich meine, das Problem ist auch, dass sie wahrscheinlich vom Feind nicht getötet worden wären, wenn die als Befehlshaber erkannt worden sind, weil die wurden dann eher mitgenommen und gefoltert, um noch irgendwas aus denen rauszuquetschen. Also die hatten auch mehr zu verlieren als ihr Leben. Oder was heißt mehr zu verlieren als ihr Leben, aber die hätten einiges davor noch erleiden müssen, bevor sie ihr Leben verloren hätten. Aber dann wiederum wäre es halt schöner gewesen, ne, als einfach nur feige abzuhauen. Aber ja, so ist es halt. In der Gesellschaft sind nicht alle gleichgestellt. Es ist so und wird auch immer so bleiben. Bist du tot? Oh Gott, Senfgas, da können wir nicht durch. Aua, meine Güte, ey.
schlimmerer Jumpscare als alles andere bisher. Scheiß Stacheldraht. Hallo? Würde mich freuen, wenn ich gar nicht erst vor Feinden davonlaufen müsste. Einfach nur durchschleichen. Hallo? Ob ich mich hier oben verstecken kann? Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Mein Gedanke ist gerade, ich weiß nicht, ob die Viecher hier hochkommen. Wenn nicht, hätte ich auch ein Problem. Weil wenn ich das auslöse, laufen die Viecher ja in die Richtung. Und ich verstecke mich dann einfach hier und laufe dann runter. Aber wenn die hier nicht hochkommen, sitzen die halt hier und dann... Tja, ne? Ja, ich komme nicht mehr hoch. Vorsichtig. Hoffentlich sieht mich keiner. Wo kommen diese ganzen Viecher her? Warum sind die in meinen Gedanken? Ist hier irgendwo was zum Verstecken? Morgengrauen. Sturmbefehl. Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Order Morgengrauen. Okay. Sind das nur zwei Buchstaben? Zwei. Und sieben. 27. Was soll das bedeuten? Was ist hier hinter? Kann ich mich hier hinten irgendwo verstecken oder sowas? Wir sind da immer noch zu dritt, das ist schon mal gut. Nicht, dass ich gleich irgendwie verfolgt werde. Hier wird etwas repariert, blabliblub. Blaue Taube, hast du den Handzettel nicht schon einmal gesehen? Leer, dir scheint, als hätte jemand etwas schreiben wollen. Okay. Manchmal weiß ich nicht, ob ich träume oder wache. Ob ich hier in den Gräben bin oder zurück im Haus in Berlin. Mutter versucht, mich mit aller Kraft dorthin zurückzuholen. Aber ich will nicht zurück. Warum willst du nicht zurück? Weil es dann real wird? Du solltest unbedingt zu einem Therapeuten gehen, Junge. Was fange ich mit 27 an? Morsezeichen. Thank you.
kaputt. Lass mich durch. Okay. Die kommen anscheinend nicht oder keine Ahnung. Eieieiei. Zur Front. Wollen wir denn zur Front? Anscheinend wollen wir zur Front. Ich weiß zwar nicht, was wir da an der Front wollen. Ich weiß auch nicht, haben wir jetzt eigentlich noch unsere zweite Hand? Ich habe da nicht mehr drauf geachtet. Was soll das? Warum schicken sie uns so einen als Kompanieführer? Jemand sollte ihm das Offiziersgrinsen austreiben. 2 Wochen im Graben und er hat nichts mehr zu lachen. Ist er bald wieder zu Hause, der Junge? Zur Not in der Kiste. Muss er wenigstens sich selber laufen. Lass das. Gib ihm wenigstens eine Chance. Werden sich ja schon irgendwas dabei denken, egal wen sie als Offizier da nennen. Trotzdem, das ist unser Plan hier. Da kann ich nicht durch. Ich wollte wissen, ob ich noch meine zweite Hand habe. Ich glaube, die haben wir bisher nie wieder benutzt, oder? Immer nur die rechte. Ich wollte eigentlich nicht schwingen. Ob ich die Gegner damit hauen kann? Kopf unten halten. Feindliche Kugeln. Ja, das ist immer der Fall, oder? Wenn man im Krieg ist. Bin ich hier zur Front? Erkennungsmarke. Max Schmied. Leipzig-Plagwitz. 29.12.79. Und ein Brief. An Max. Max, du und ich sind doch freiwillig hier raus fürs Vaterland, wie die meisten. Es fühlt sich an, als sei das 100 Jahre her. 100 Jahre zwischen Schlamm, Läusen und Ratten. Und zu Hause sieht es doch auch nicht besser aus. Wir haben doch lange verloren. Als wir an die Front gezogen sind, hat der neue Leutnant noch die Windeln in die Windeln geschissen. Jetzt will er, dass wir verschimmelten Zwieback fressen oder hungern, wenn unsere Rationen nass werden. Ich weiß nicht, was er mit uns vorhat, aber die lassen uns eher verrecken, als aufzugeben. Ich werde das nicht mehr lange mitmachen. Was ist mit dir, Hermann? Soldat! Hier drüben! Du? Du hast auch eine Erkennungsmarke. Julius Höbler, Annenberg, Annaberg, 15.07.86. Komme. Ich sitze hier drüben. Der rote Baron. Hier drüben. Hallo. Hallo. Tschüss. Hier drüben. Hier ist der rote Baron also abgestürzt. Nicht über England. So wird's gewesen sein. Die Sache ist, wenn man so einen bekannten Kriegshelden in seiner Vision sieht, dann müsste man doch wissen, dass es fake ist. Naja. Befehle. Flug X345. Aufklärungsflug X345. Geheimsache. Kontakt der obersten Heeresleitung zur Frontlinie im Westen ist abgebrochen. Grund unbekannt. Nach Abschluss des Aufklärungsfluges ist umgehend Bericht zu erstatten. Aufgrund der wahrscheinlichen Unterwanderung durch den Feind im Inneren ist der Kontakt durch den Piloten persönlich mit der OHL über die Telefonanlage des Kommandobunkers herzustellen. Vertrauen Sie niemandem. Der Kaiser zählt auf Sie. Das war doch gar nicht der Auftrag des Roten Barons, oder? Und andere Flieger waren nicht rot. Deswegen hat er ja diesen speziellen Namen gehabt. Was zur Hölle? Wo war hier Stacheldraht? Das da? Das bewegt sich. Naja.
Hier liegt noch jemand. Noch mehr Erkennungsmarken. Ludwig Langenberg, Marten, Dortmund. Hey, das ist gar nicht so weit weg von hier. 13.09.92. Frag nicht, ob das echte Namen sind von gefallenen Soldaten. Oder, ach nee, es stand ganz am Anfang, dass es nicht echt ist. Erkennungsmarke Martin Pora, Pone, Bromberg, 30.10.85. Und übrigens die Geburtsdaten, falls das nicht klar war. Erkennungsmarke Louis Lambert, Marignan, 13.09.92. Interessant ist, dass die Franzosen das mit dem Slash machen und ich glaube, bei den Deutschen war es mit dem Punkt getrennt. Kopf runter. Ja, wir sind ganz runter. Was haben wir hier so? Noch eine Erkennungsmarke. Ja, seht ihr, bei den Deutschen ist das mit dem Punkt. Aber Köln ist falsch geschrieben. Oder wurde das früher mit C geschrieben? Das wäre mir neu. Erich Fassbender. Köln. 26.05.81. Und was haben wir hier? Postkarte von Erich. Mein Liebchen, bald werden wir Hand in Hand durch den herbstlichen Stadtwald spazieren. Dann habe ich dich wieder. Und du und unser Köln, da wird's mit K geschrieben, ihr habt mich dann auch wieder zurück. Ich hoffe, du freust dich so sehr wie ich. Ich zähle die Tage. Manchmal höre ich aus dem Graben der Franzosen Flötenspiel. Dann denke ich an dich und weiß, es wird alles wieder gut. Küss mein Mämmchen von mir, dein Erich, 10.09.1917. Also in gewisser Weise haben wir hier ein paar Collectibles. Eine Erkennungsmarke. René Louvel, Orly, 17.01.85. Aber die sind auch ziemlich offensichtlich, nicht ganz so hidden. Tue ich mich hier auch weh? Nee. Ach, manchmal ist es so weird, weird. Erkennungsmarke. Marcel Passmann. Hubevaux. 30.10.85. Wie gesagt, ich kann kein Französisch aussprechen. Tut mir leid, falls ich irgendwas futschere. An Namen oder sonst was. Rattennest. Oder der Heidenweg. Der Heidenweg klingt ja irgendwie besser. Kann man beide Wege gehen? Anscheinend. Ja, dann sollten wir aber nicht durchs Rattennest. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. But who knows? Vielleicht ist es auch ein Fake-Out und das ist jetzt eigentlich eine Falle. So wie Island und Grönland. Boote gibt es auf jeden Fall überall anscheinend. Guten Morgen. Das ist ein sehr großer Schacht. Warum haben wir den so weit unten gebaut? Mit Aufzug? Ach nee, Tür. Bunker. Den sind wohl die Männer ausgegangen. Jetzt schicken sie alles eine Nummer kleiner. Leutnant? Leutnantchen wohl eher. Aber stolziert wie der Kaiser selbst. Wir sind den Norden einen feuchten Dreck wert. Jetzt hätten sie uns was Richtiges geschickt. Scheiße. Scheiße. In der Schule hätten wir so einen runtergestürzt. Adel hier im Graben. Die Ratten werden sich freuen. Und die Läuse erst. Ja, haben wir noch Dosenmilch da? Den müssen wir aufpäppeln. Dann wird am Ende noch ein Soldat aussehen. Kompanie, Achtung! 27 Mann angetreten und bereit, Herr Leutnant. Also ich finde das auch sehr gut, dass diese Tür hier abgeschlossen ist, obwohl sie offensichtlich offen steht und ich hier so reingehen könnte.
ob mich irgendetwas davon abhält. Wow. Hier genauso. Also irgendwie ist das Spiel gerade ein bisschen buggy. Hier kommst du, da kommst du nicht rein. Offensichtlich nicht. Also eigentlich schon, aber nicht wegen der Tür. Alle Türen sind verbuggt. Ist das, weil ich die Tür hier nach außen aufgemacht habe? Alle Türen sind auf einmal ein wenig versetzt. Aber ich kann trotzdem nicht durch. Warum glaubt alle Welt, dass ich einen Einfluss auf unseren neuen Leutnant und die Befehlskette habe? Wie soll ich mit bloßer Hand in diese rasende Maschine greifen? So weh es mir tut. Wir haben nur noch den Fluch unseres Namens gemein. Also so wie ich das jetzt verstehe, weil das ist offensichtlich ja unser Bruder Johannes. Wurden wir zum Leutnant? Aber warum? Ja, Stacheldraht. Norden, da können wir irgendwas kaputt hauen. Westen. Süden, Osten, falls wir es nicht wussten. Als wären diese verdammten Gräben, dieser verdammte Krieg nicht genug. Jetzt ist mir der Fluch meines Namens aus unserem Hause bis an die Front gefolgt. Alle spüren es. Es schleicht durch die Gräben. Nur unser neuer Leutnant merkt es nicht. Ja. Tür aufbrechen. Das geht hier oben so ab. Wahrscheinlich wieder eine Tür, die schräg steht, wo wir eigentlich nicht durch sollten. Große Kreuzung, okay. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Hau drauf. Liste von Platten. Schellack-Platten-Repertoire. Robert Schumann, der traurige Jäger. Johannes Brahms, die Trauernde. Richard Wagner, der fliegende Holländer. Erster Aufzug. Otto Reuter, Berlin, Berlin. Claire Waldolf, Waldorf. Maxe von der schweren Artillerie. Freddy Estonteco. Mein Papagei frisst keine harten Eier. What the fuck? Beschwerde des Arztes. An den Kompanieführer. Wir haben einen ganzen Pferdekarren medizinischen Materials verloren. Lassen Sie, Herr Leutnant, mich wenigstens nach dem Morphium suchen. Jede Dosis wird dringend gebraucht. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich offiziell Beschwerde gegen Sie eingereicht habe. Ihre Order, keine Kriegsuntauglichkeiten mehr auszusprechen, ist, wie im Falle von Unteroffizier Rosala, verantwortungslos und demoralisierend, auch gegenüber den gesunden Soldaten. Zudem bitte ich Sie zu unterlassen, mich als Dr. Eisenbart zu betiteln. Diese kindische Beleidigung haben zu meinem Leidwesen und dem meiner Mitarbeiter einige ihrer Soldaten bereits übernommen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach, 9. September 1917. Tja. I don't know. Sollen wir ein bisschen Musik spielen? Ja, nein, vielleicht. Okay, Musik. Also da können wir nicht durch. Ist hier noch irgendwas? Das ist auch einfach nur verbarrikadiert. Okay. Dann gibt es wohl nur einen Weg. Und das ist Richtung Osten. Ist noch mehr Musik. Die kann ich aber nicht abspielen. Sehr schade. Keine Musik für den Weg. Schlafplätze. Ja. Stacheldraht. Ich habe irgendwas gehört. Warum bewegt sich der Stacheldraht? Ach, komm schon. Ich habe mich drunter weggeduckt. Da komme ich aber nicht durch. Herein. Oder vielleicht lieber nicht. Here is Johnny. Jemand da? Die deutsche Flagge. Die alte.
noch aus Kaiserzeiten. Deutsche Reiter in Südwest. Selbsterlebnisse. Selbsterlebnisse aus den Kämpfen in Deutsch-Südwestafrika. Okay. Was ist denn hier los? Da steht irgendwer vor dem Bunker. Das ist wunderschön. Vorratslager ist abgeschlossen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich hab dich doch gehört. Schon beim ersten Mal. Hello? Vielleicht hätten wir einen Kuckuck gebraucht. Irgend so ein Spion oder so. Hi? Niemand da. What the fuck? Endlich. Bist du das, Soldat? Warst du das am Flugzeug? Ja, und du bist der Rote Baron, richtig? Meine Augen. Ich kann ja, fliegen kannst du damit wohl nicht mehr. Aber jetzt können sie mich nicht mehr täuschen. Ja, ich weiß nicht. Es sind Lügen. Nichts von dem ist wahr. Nichts. Was genau meinst du damit? Also, ich weiß, was du meinst, aber... Sollten wir dann nicht einfach sterben gehen? Wenn eh nichts wahr ist? Wo bringen wir dich hin? Die Heeresleitung. Wir müssen die Heeresleitung in Kenntnis setzen. Worüber? Sprich's aus. Der Kaiser muss wissen, was hier geschieht. Ja, sprich es aus. Was meinst du? Vorbei. Der Feind ist hier. Okay. Hier, leg dich erstmal hin. So, was meinst du? Wir müssen den Krieg für uns entscheiden. Für uns und das Vaterland. Hör nicht auf die Deserteure und Verräter. Bitte, du musst mir helfen. Gib okay, was soll ich tun? Irgendetwas. Bisschen Morphium. Um die Nerven zu beruhigen. Gegen den Schmerz. Ja, da hilft Morphium. Im Norden gibt es einen medizinischen Transport. Kommst du doch gerade her. Ich, meine Augen. Meine gottverdammten Augen. Der Feind. Sie waren in meinem Kopf. Ich hab sie gesehen. Sie okay, ich geh dann mal, ne? Wir sehen uns gleich. Ich mach die Tür zu. Was haben wir hier so? Latrinendienst. Weber, der Kaspar und ich sind vom Leutnant zum Latrinendienst verdonnert worden für 3 Wochen. Völlig grundlos. Er hat sich wohl mit dem Funker gestritten. Familienstreit? Nun lässt er seinen Zorn an uns aus. Er hat uns als Feiglinge beschimpft. Dabei haben wir nicht einmal gehört, worum es ging. Kaspar hat die ganze Nacht geweint. Seine Verlobte schreibt ihm nicht mehr. Und nun 3 Wochen Latrinendienst. Das hat er nicht verdient. Rudi Lohmann. Okay. Wir sollen also Richtung Norden. Was haben wir hier sonst noch so? Dienstplan. Für die kommenden Wochen werden wie folgt eingeteilt. Der Kehrdienst, Feldwebel Ney und Feldwebel Retzlaff. Küchendienst, Unteroffizier Schmetthans, Gefreiter Henning. Für die kommenden 3 Wochen werden wie folgt eingeteilt. Latrinendienst, Feldwebel Lohmann, Feldwebel Weber und Gefreiter Hafner. Das ist halt, Krieg ist kein Spaß für niemanden. New. Das ist aber auch ein ewiges Labyrinth hier, ne? Zum Glück sind hier keine Viecher mehr bis jetzt. Aber es hätte mich schon interessiert, was im Rattennest abgegangen wäre.
das eine alternative Route gewesen wäre. Oder ob das wirklich ein ganz anderer Ort ist. Überschwemmung. Woher kommt das ganze Wasser? Wenn es weiter steigt, werden wir hier absaufen. Jansen, der Fischkopf, behauptet, er sei von der Küste gewohnt. Aber so viele Ratten schwimmen sicher nicht in der Ostsee. Widerliche Viecher und bissig. Feldwebel Brauer. Blub. Ab ins Wasser. Na super. Ja, das Wasser steht hier einem wirklich bis über die Knie. Hunger im Graben. Wir haben nur noch Pech, seit der Neue das Kommando übernommen hat. Und Hunger. Ich könnte ein Pferd fressen. Jansen hatte eine Ratte gekocht, nachdem sie ihn gebissen hat. Sein Bein ist ganz aufgequollen. Er hat das Mistvieh tatsächlich gegessen. Ich wollte nichts. Mir wird speiübel bei dem Gedanken daran, so was uns der Hunger macht. Feldwebelbrauer. Ich meine, wenn man jetzt sehr viel Hunger hat, warum nicht, ne? Wenn es abgekocht ist. Sollten hoffentlich nicht mehr viele Bakterien übrig sein. Man muss es halt nur wirklich sehr gut durchkochen. Ich habe keine Ahnung, wie Ratten schmecken. Ich habe auch nie irgendwie was darüber gelesen. Aber der Hunger treibt dann schon rein, ne? Na gut. Ich glaube, hier machen wir erstmal wieder Pause. Wird noch einiges kommen. So wie ich gelesen habe, hat das Spiel ungefähr eine Länge von 7 Stunden. Im ungefähr durchschnittlichen Spielzeit. Und ja, wir werden dann mal schauen. Aber ja, erstmal hier zurück zum Hauptmenü. Gut. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bei Ad Infinitum. Bis dahin. Bye bye.